Lilo, heute mal ein Nachtrag zu meinem letzten Video. Wir wollten doch mal sehen, wie so ein Cluster in der Praxis funktioniert. Zuerst hatte ich überlegt, vielleicht meine Videos zu rendern, habe mich dagegen entschieden, weil das eigentlich dumm ist. Warum ist das dumm? Nun, wenn man vier Rechner, so wie ich jetzt in diesem Beispiel, in seinem Cluster hat, vier Rechner, einerseits meinen Intel Core i7, der viele Prozessoren hat, mein Laptop, wo auch Mint 16 drauf ist, diesen Rechner, mein Lenovo, wo Mint 16 ist, mein Tuxedo Micro, wo Ubuntu 13.10 drauf ist, und auf dem Core i7 ist auch Ubuntu 13.10, eigentlich Ubuntu Gnome 13.10, alle drei gleich eingerichtet. Und wenn die alle auf eine selbe Dateiablage zugreifen, hier zum Beispiel habe ich mal mein NAS-Laufwerk gewählt, das ist im Netzwerk für alle verfügbar, Network Attached Storage, ein gemeinsamer Speicher im Netzwerk. Dann macht es zum Beispiel keinen Sinn, ein Video zu rendern, weil jeder der Einzelrechner müsste sich das Video runterladen. Die dabei verwendete Netzwerkzeit ist dann extrem hoch und vielleicht länger, als das Rendern des Videos gedauert hätte. Man muss ja die Aufgaben, die man hat, in Einzelstückchen unterteilen. Hier zum Beispiel Aufträge. Aufträge. Am Ende des Videos zeige ich euch, wie das Ding hier wirklich gerendert hat. Die letzten zwei Minuten lasse ich einfach mal Musik unterlegt rechnen. Gut. Damit wir überhaupt wissen, was da passiert, zeige ich also das Ende am Anfang und den Anfang am Ende, damit man das Endergebnis überhaupt kapiert, zeige ich das Endergebnis. Also, ich hatte 13 Aufgaben zu verteilen. Diese wurden verteilt, je nach Auslastung, auf meine vier Rechner, die alle identisch eingerichtet sind. Alle haben MOSX drauf, alle im Batch-Modus. Wie gesagt, ich habe hier keine MOSX-optimierten Kernel. Mit sudo etc. MOSX stoppe ich hier auf dem Curl-Server. Curl oder Query oder wie auch immer. Der Server ist derjenige, der die Aufgaben verteilt. Das ist in der Regel der erste im Knoten. In dem Fall mein Linux Mint Rechner, wo ich gerade dran sitze. Der startet den Batch Job, wo hier in dem Fall 13 Aufgaben zu verteilen sind. Und hier im Köl, verteilt werden. Der macht das dann selbstständig. Da der Core i7 schneller ist als der Rest, kriegt er mehr Aufgaben. Aber man sieht, ich habe extra so lange mal probiert, bis alle beteiligt waren, dass alle durchaus die Aufgaben zugewiesen kriegen. Was war die Aufgabe? Auf dem gemeinsamen NAS-Laufwerk liegt ein Python-Skript. Kennt ihr von einem anderen meiner Videos? Optimierung lineare Zuschnitte. Das habe ich nur so weit geändert, dass ich ihm die Zuschnitte, die da gerechnet werden sollen, per Parameter übergeben kann. Gut, damit ich 13 verschiedene Jobs übergeben kann, habe ich das Programm Optimierung PU, habe ich es mal genannt, so geändert, dass ich per Parameter dem Optimierungsprogramm eine Aufgabe geben kann. Insgesamt waren es 13 verschiedene. Nun, damit das nicht zu abstrakt wird, zeige ich euch mal die Kommandos. Die Kommandos liegen auf dem lokalen Rechner, wo ich gerade bin. Dem Kö-Rechner. Der macht folgendes. Der gibt erstmal den Namen des Rechners aus, was man hier im Endergebnis sieht, der gerade eine der Teilaufgaben macht. Und da kommt ein Semikolon, also nächster Befehl. Jetzt startet er das Programm Python. Python ist praktischerweise auf jedem Linux-System mit dabei, zumindest bei denen, die ich so kenne. So, und diese Rechner holen sich dann, egal wer es macht, von meinem NAS-Laufwerk, da habe ich einen Unterordner MOSX angelegt. Das ist der, den ihr da so seht. NAS-Laufwerk, Unterordner MOSX. Holen sich dann das Optimierungs-PU-Skriptchen. Das Ding, das Programm, das eigentlich ausgeführt werden soll. Das kriegt als Übergabeparameter unterschiedlichste Zahlenwerte. Und je nach Zahlenwert rechnet das unterschiedlich lang. Dieses Optimierungsprogramm soll ausrechnen, wie viele Zuschnitte jeweils aus einem 6 Meter langen Stab gehen. Zum Beispiel 12 Zuschnitte, 5500, zusätzlich 13 Stück, 450, 26 Stück, 3 Meter lang und so weiter und so fort. Und dieser Optimierungsvorgang dauert sehr lange. Und deshalb habe ich den jetzt mal verteilt. Und die Ausgabe, das Endergebnis, habe ich dann ebenfalls auf dem NAS gespeichert.
Nun, jeder der vier Rechner muss natürlich in der Lage sein, aufs NAS zuzugreifen, und zwar unter demselben Ordnernamen. MOSIX bietet auch selber die Möglichkeit an, einen gemeinsamen Dateiserver anzulegen. Ich habe mich dagegen entschieden und habe gesagt, leg's doch auf mein NAS, da weiß ich, wo ich daheim bin. Gut, ich weiß nicht, welcher der 13 Jobs auf welchem Rechner ausgeführt werden, also muss ich das so zusehen, dass auf jedem Rechner erstens MOSIX gestartet ist, ne, mit den Parameter sudo etc. init MOSIX start, und das NAS-Laufwerk muss auf jedem unter dem gleichen Pfad erreichbar sein. Ne? Nicht, dass bei dem einen das in Mount gemountet ist, beim anderen in Media. Bei einem heißt dann NAS und bei dem anderen NAS-Laufwerk. Also alle vier Rechner gleich eingerichtet. Gut, was macht dieses Optimierungsskript? Wie gesagt, das kriegt als Übergabeparameter diese Zuschnitte. Angenommen, ihr habt einen Online-Shop. Das wäre jetzt die Bestellung aus eurem Online-Shop. Ihr habt 6 Meter lange Bratwürste, ne? XXL-Bratwürste. Der Kunde will aber 2 Stück, 3,20 Meter lang, 12 Stück, 4,50 Meter lang, 26 Stück, so lang, 29 so lang und 7, 230 lang. Ne? Und dann könnte man hier schauen, das Optimierungsprogramm schaut dann, wie viele 6 Meter lange Bratwürste bräuchte ich, um diese daraus zuzuschneiden. Und zwar optimal, dass ich wenig wegwerfe. Ne? Wegwerfen wollen wir ja nichts. Gut. Das macht dieses Optimierungsskript, was auf dem NAS-Laufwerk liegt. Gut, wie gesagt, das eigentliche Programm, das ausgeführt werden soll von jedem, liegt auf dem NAS-Laufwerk. Jeder kann darauf zugreifen, aber ich weiß vorher nicht, wer welchen Auftrag abarbeitet davon. No? Gut, wie übergebe ich meiner kleinen Clusterfamilie 4 Rechner, ja, diese 4, der Laptop, der Mint 16, an dem ich sitze, der Tuxedo und der Core i7. Wer es macht, weiß ich nicht. Wie übergebe ich denen den Batch-Job? Ne? Commands ist die Datei, die auf meinem lokalen KÖ-Rechner liegt. Ne? Liegt nicht auf dem NAS-Laufwerk. Ich bin ja der Chef der 4. Ne? Ich bin der erste Knoten, der erste Computer. Ich habe hier eine Kommandodatei auf meiner Arbeitsfläche angelegt. Es sind insgesamt 13 Jobs, das hat sich eigentlich ganz gut bewährt. Mir ist es egal, wie viele Jobs wer macht. Maximal sind es 13. Ich könnte auch noch die Anzahl des Arbeitsspeichers angeben. Und KÖ heißt, ja, verteilt es mal so ein bisschen. Das hatte ich beim letzten Mal nicht gemacht. Das scheint sinnvoll zu sein. Falls das mal nicht klappt mit dem Berechnen, einfach nochmal MOSIX stoppen auf dem Basisrechner, dem KÖ-Rechner, sage ich jetzt mal, an dem er sitzt, und wieder starten. Das hat sich eigentlich ganz gut bewährt. Es gibt auch einen speziellen MOSIX-Killer-Befehl. Gut, also wie gesagt, das sind die Kommandos. Ich weiß nicht, wer sie abarbeitet. Jeder führt das Optimierungsprogramm aus, das einen Auftrag hinterher ausgibt, ne? Ein Endergebnis. Unterschiedlichste Parameter, vielleicht aus eurem Online-Shop, ne? Immer in dem gleichen Format, immer 2 Zahlen hintereinander. 12 Stück 500 lang, 18 so lang. So, und das wird dann berechnet, und ich weiß nicht auf wem. Ich zeige jetzt gleich mal im Anschluss, da lasse ich einfach mal die Musik laufen, wie sich schön die Last im Netz verteilt. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss. Ich hänge euch das Programmchen mal an. Ihr könnt mal selber mit experimentieren. Und tschüss. Thank you.